So Leute, was geht ab? Ja, wir haben hier ein kleines Problem mit unserem Hotel und zwar, wie man vielleicht hier sieht, fließt das Wasser bei uns in der Dusche nicht richtig ab. Da ist auch Ami. Hi! Hi. Fließt das Wasser in der Dusche nicht richtig ab. Ich habe auch ein Video davon gemacht und mal gucken, wie die das Problem lösen. Es war gestern schon so, dann kamen die hier mit einem Rohrreiniger an und haben das versucht alles zu beheben. War soweit noch alles in Ordnung, weil sie halt ein bisschen Personalmangel hatten. War ich jetzt auch nicht so streng mit der ganzen Nummer. Hat aber leider nicht den gewünschten Effekt gebracht, dass jetzt heute nochmal erneut das Bad unter Wasser stand, beziehungsweise auch das halbe, na gut, jetzt halber, aber der Eingangsbereich vom Zimmer. Ja, ein bisschen schade, muss ich sagen, von Lindner, muss ich sagen, wie damit umgegangen wird. Keine Entschuldigung irgendwie oder tut uns leid oder sowas, hätte man schon irgendwie erwarten können. Ja, mal sehen, wie das ganze Problem so gelöst wird. Wir wollen jetzt erstmal wieder zum Ring, bisschen fahren, bisschen uns ein Brötchen sonnen und entspannen und mal gucken, wie das Ganze weitergeht. Und ich bin gespannt, wie Sie das Problem lösen werden, weil irgendwie jetzt so jeden Tag hier, wie das Wasser hier spritzt, jeden Tag hier in dem Zustand, ist glaube ich nicht Sinn der Sache von einem Urlaub. Oder was ist eure Meinung dazu? Was würdet ihr machen? Was erwartet ihr in solchen Momenten von einem Hotel? Hey Leute! Hallo! Yo. So, guck mal, hier steht mein Auto. Wir sind jetzt auf dem Ring, am Brünnchen, am Ring angekommen. Ich wollte euch ja einmal so einen Rundumblick zeigen, wie jetzt heute, einen Tag nach Karfreitag, am Brünnchen das Ganze aussieht. Und zwar stehe ich, übrigens nice, das Dreier Coupé hier, hinter dem dazwischen, direkt auch auf dem Parkplatz hier. Und es sind deutlich weniger Leute hier, es geht alles deutlich gesitteter zu. Das heißt, es ist nicht ganz so verrückt, wie es gestern war. Man kommt durch die Straßen problemlos durch, das heißt, von A nach B fahren ist überhaupt gar kein Problem. Und gerade zum Eingang, zum David's Diner, hier hin zum Brünnchen oder an andere Stellen zu fahren, ist wie gesagt ohne Stau möglich. Parkplätze sind nicht überfüllt, also hier sind noch genug freie Parkplätze frei, gucken hier hinter mir und so. Da war gestern hier komplett Land unter. Strecke ist auch nicht so krass befahren. War noch eben gerade beim David's Diner, das ist da die Streckenauffahrt, also die Auffahrt zum Nürburgring. Und war auch kein Stau jetzt großartig, als wir da waren. Und auch ganz nice, also das heißt, die Strecke ist ein bisschen freier, deutlich entspannter das Ganze. Also Karfreitag habe ich ja meine erste Runde gedreht. Ja, wenn man nur Karfreitag für einen Tag da ist, dann geht es ja nicht anders, aber das ist auch unter anderem so einer der gefährlichsten Tage. Würde ich nicht jedem empfehlen, lieber auf einen normalen Tag vorbeikommen. Heute zu fahren ist dann deutlich entspannter, weil weniger los ist. Ist sowieso immer gefährlich, man muss immer aufpassen, aber immer ruhig angehen das Ganze. Lieber eine langsame Runde machen und sicher fahren, als irgendwie sich abzuschießen und zu überschätzen, weil wenn man das nicht respektiert, und sich schnell überschätzt, was gerne mal passieren kann, kann es ganz schnell in die Hose gehen, wenn man dann selber der Fehler verursachende ist. Und ich habe auch mit einigen Leuten bei Instagram geschrieben, das fand ich auch sehr interessant. Viele würden den Ring überhaupt nicht befahren. Das war ein Lamborghini Performante. Würden den Ring halt gar nicht befahren, weil ihnen das grundsätzlich viel zu gefährlich ist. Kann ich auch komplett verstehen, also lieber unterschätzen statt überschätzen, dann ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Jetzt sind wir gerade im Brünnchen angekommen. Jetzt gibt's, was haben wir hier, Schatz? Pizza. Weintrauben. Da haben wir einen nice Weintrauben. Gesund. Wir waren ein bisschen abwesend gerade, ne? Faszinierend. Ja, ich hab zugeguckt. Genau, und ja, snacken hier ein bisschen und dann geht's später auch für mich auch noch raus. Also, bis dann. Peace. Geile Brille, Schatz. So, noch einmal für die Leute, die sich noch interessieren, was hier den ganzen Tag so passiert. Boah, krass, wie ich glänze. Aber Sonnencreme hilft auf jeden Fall. Wir haben 23 Grad, strahlender Sonne. So sieht das hier aus und wir sind hier beim Parkplatz vom David's Diner. Ich wollte gerade eigentlich auf den Ring fahren, selber meine Runden drehen, aber da hat sich gerade wieder einer zerlegt, wir sind zwei zerlegt. Den einen war mir eigentlich klar, dass der sich zerlegt, wie er fuhr mit seinem Auto. Als ich das Ganze gesehen hatte, dachte ich mir so, oh, mal gucken, wie lange er das noch mitmacht. Auto völlig überfordert, tendenziell hat man schon gesehen, dass er sich überschätzt. Und ja, den habe ich dann eben auf dem Hänger gesehen. Also manchmal ist es echt krass, dass man das schon ein bisschen so vorahnen kann. Und sonst mal so ein bisschen Eindruck kriegt, wie das Ganze hier aussieht. Das ist immer so ein Parkplatz. Hier sieht man den Ring. Aktuell noch unbefahren. Gut. Hier kann man unter anderem die Tickets kaufen.
Devils da einer. Hier in diesen Büchsen kann man unter anderem auch die Tickets kaufen. Gerade mal auf einem anderen Teil hier unterwegs, und zwar bin ich gerade mal, hier sieht man es noch, ein bisschen zum Abkühlen, mein Auto, bin gerade auf der Grand Prix Strecke herumgefahren. Das habe ich heute das erste Mal gemacht. Ich bin noch nie vorher auf der Grand Prix Strecke gefahren, das heißt, bin gerade einfach mal rein und wollte das Ganze auch mal testen, weil mich schon, ja, muss ich einfach sagen, gestern der Unfall und das Video, was ihr da gesehen habt, hat mich schon ein bisschen mitgenommen. Ich hoffe, ihr hört mich wegen des Windes, ich bück mich mal hier. Hat mich schon auf jeden Fall mitgenommen, und ja, weil der Ring gerade super, super, super voll war, habe ich mir mal was anderes überlegt und bin dann einfach mal auf der Grand Prix Strecke gefahren. Ich muss sagen, man hat auf jeden Fall deutlich, deutlich mehr Sicherheitsreserven. Das bedeutet, viele Auslaufzonen, bevor irgendwie erstmal eine Leitplanke kommt, hat man erstmal die Kiesbett und dann erst irgendwann den Reifenstapel, bis es dann irgendwann das Ende. Das ist auf jeden Fall ein deutlicher Mehrgewinn, sag ich mal, für die Sicherheit, wenn man gerade noch nicht so gut fahren kann. Die Strecke ist relativ breit, man hat sehr weite Streckenteile, wo man auch einfach die ganze Strecke nutzen kann und ja, auch ein bisschen einmal mehr spielen kann in den Grenzbereichen, wenn man noch nicht so erfahren ist, wie ich es bin. Ich erzähle ja nicht, dass ich hier der heftigste Driver bin, sondern es ist einfach so, dass ich am Lernen bin und am Üben bin und muss sich halt gucken, wie man das Ganze immer nach und nach steigert. Ansonsten steht hier mein Auto gerade ein bisschen zum Abkühlen. Öltemperatur ging hoch auf 130 Grad. Ist noch relativ im Rahmen. Viele Streckenabschnitte im dritten Gang. Maximalspeed war, glaube ich, so 170. Also dritter ausgefahren, bis zum vierten konnte ich auch noch. Wenn man schneller in die Kurve fährt, ist wahrscheinlich man auch schneller unterwegs. Ich will sonst mal ein bisschen den Reifen zeigen. Einen Eindruck bekommen, wie das Ganze so aussieht, wenn man mal ein bisschen reintritt. Sieht es bei anderen Leuten wahrscheinlich heftiger aus. Aber das können wir nicht so schön geben. Nebenbei noch so den Wärme ein bisschen wieder abnibbeln. Macht auf jeden Fall echt Spaß, ist auf jeden Fall aber noch Luft nach oben, um schneller das Video nicht aufgenommen, ich weiß nicht, wo er aufgehört hat. Vorhin mal so ein bisschen, dass ihr einen kleinen Eindruck bekommt, dass ihr auch mal guckt, wie der Reifen aussieht. Da ist auf jeden Fall noch deutlich Potenzial, da mehr an Geschwindigkeit und Kurvengeschwindigkeiten und Ideallinie auszubauen. Das waren die ersten, ich glaube, 4 oder 5 Runden waren es. Ein Stint in der Viertelstunde. Ja, das Entspannte an der ganzen Sache ist einfach, dass man mehr Platz hat für die ganze Aktion und mehr Fläche zum Spielen und zum Üben, und dass nicht einer die ganze Zeit im Nacken sitzt. Also bis dich eine überrundet, dauert das schon so eine Weile. Hat mir persönlich sehr gut gefallen. Kostet genauso viel, ein Stint in Viertelstunde dauert Viertelstunde und kostet 30 Euro wie auch eine Runde auf dem Ring. Ist also ziemlich vergleichbar, das Ganze. Und wenn man gerade noch ein bisschen unerfahren ist, wie ich es bin, auf jeden Fall auch eine gute Option, da ein bisschen zu lernen, da besser das Auto zu kontrollieren und zu pushen und die Ideallinie zu finden und einfach mal zu gucken, wofür so ein Auto auch oder was so ein Auto auch alles leisten kann. Ich hoffe auf jeden Fall, dass die Videos von meinen Runden auch funktioniert haben, weil der Akku von meinem Handy zu heiß geworden ist. Also sind immer noch 24, 25 Grad draußen, und da hat auch das eine Handy irgendwann abgebrochen, die Aufnahme. Mal sehen, wie das Ganze weitergeht. Ich fahre auf jeden Fall gleich noch einen Stint, habe ich noch mal Bock drauf, vielleicht den nächsten. Und dann mal sehen, was geht.
richtig gut. Ja, kenne die Strecke auch schon besser jetzt. Und wäre dir zu flott gewesen, glaube ich jetzt. Ja, ja, auf jeden Fall. Hey! Hallo! Juhu! Also, Linda hat sich erkenntlich gezeigt. Wie ihr seht, sind wir jetzt im Kongresshotel. Wir hatten ja Wasserschaden bei uns im Hotel. Und ich nehme euch auch mal mit. Wie das Ganze jetzt aussieht, wir haben einmal ein Upgrade bekommen ins Linda Hotel, ins Kongresszentrum, 4-Sterne-Hotel jetzt. Und zwar, das ist einmal das Zimmer. Eigentlich ganz schick. Ein Kissen mehr gibt es auf jeden Fall schon mal. Ansonsten ist hier noch Bademantel, Schlappen dabei, kleine Aufmerksamkeit, ein bisschen Drinks. Die Nespresso-Maschine ziehe ich mir auf jeden Fall gleich ein. Und dann gab es noch zwei Osterhäschen. Einer hat leider ist der Sonne zum Vermächtnis gefallen. Und dann gab es noch eine kleine Karte, dass sich dafür entschuldigen für die Unannehmlichkeiten. Finde ich auf jeden Fall echt ganz gut und ganz nett von denen, dass sie das so geregelt haben, weil ich fand das jetzt drüben im Hotel jetzt nicht so geil, nicht duschen zu können, weil ich seit gestern nicht richtig duschen konnte, heute Morgen auch nur schnell, da stand das halbe Zimmer unter Wasser. Aber das ist auf jeden Fall echt eine deutlich bessere Nummer. Ich zeige jetzt mal ein bisschen das Hotel. Sachen einziehen und das wieder in ein Chaos verwandeln. Ja, aktuell ist ganz nice, mit Waage, mal gucken, was die sagt. Die Dusche wird auf jeden Fall gleich mal getestet. Auf jeden Fall der gleiche Auskunft. Das ist schon mal etwas gefährlich. Und natürlich auch ganz wichtig, immer das Toilettenhaus zu zeigen. Sehr wichtig. Ja, im Großen und Ganzen auf jeden Fall ein sehr schickes Zimmer. Freue mich auf jeden Fall drauf. Ich hoffe, die Dusche funktioniert. Bett ist groß und bequem. Denke ich mal. Und Ausblick ist auf jeden Fall ganz geil. Man sieht von hier hinten die Grand Prix-Strecke, wo ich auch heute ein paar Mal gefahren bin. Einmal hier. Grand Prix-Strecke fand ich eigentlich ziemlich geil. Man sieht hier auch noch so ein bisschen durch. Hat mir echt Spaß gemacht, die Grand Prix-Strecke. Parkplatz werde ich gleich mit mir an hier aussuchen. Und auf jeden Fall cool gelöst. Freue mich auf jeden Fall drüber. Ich bin auf die Dusche gespannt. Freue ich mich gleich. Gleich drunter hüpfen. Und ja, das ist hier im Prinzip ein Zimmer auf der 5. Etage. Kommt man nur mit der Karte hin. Das ist ein First-Class-Zimmer, wo die ganze Etage exklusiv nur für die Karten-Members sind. Yeah. Ganz cool, freue mich auf jeden Fall drüber. Also gleich duschen, ins Bett und dann ein bisschen chillen, eine Cola trinken und einen Kaffee. Und dann geht es auf jeden Fall morgen weiter. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, heute auf dem Grand Prix-Tour oder auf der Grand Prix-Strecke rumzufahren. Und jetzt. Und jetzt wollen wir uns erstmal einrichten, weil hier steht unser Kram schon ready. So, altes Hotel, da sind wir jetzt drin in dem hier. Geiler Sonnenuntergang übrigens, ne? Mhm. Jetzt müssen wir noch das Auto rüberholen und dann war der komplette Check-in ready. Juhu. Yeah!